herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr den Shelly mit IFTTT verbinden könnt. IFTTT ist If This Then That, das kennt vielleicht der eine oder andere. Im Normalfall konnte man bisher If This Then That nie koppeln mit Shelly. Das lag einfach an gewissen Lizenzen, die sind recht teuer. Aber Shelly hat mit dem Firmware-Update 1.5, was jetzt heute bzw. die Tage ausgerollt wird, haben sie eine tolle neue Funktion hinzugefügt. Womit das mit ein bisschen Bastelei, wobei es hält sich in Grenzen der Aufwand, womit man das Ganze koppeln kann. Und daraus ergeben sich viele, viele neue Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel, wenn der Shelly angeht, euch eine E-Mail senden lassen, auf Facebook posten, wer Lust dazu hat, auf Twitter. Alle diese Funktionen, die If This Then That halt zur Verfügung stellt, könnt ihr damit verbinden und euch austoben. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das macht. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich die aktuelle Firmware drauf. Bei dem einen oder anderen, wenn es da ein bisschen dauert, einfach mal das Gerät neu starten oder stromlos machen, dann sollte er auch ein neues Update anfordern, wenn es dann schon dann verfügbar ist. Zum Zeitpunkt des Videos ist es noch nicht verfügbar. Wir haben jetzt aber hier ein Beta-Bild und können das natürlich fleißig vorab testen. Da will ich euch das einmal zeigen. Das heißt, es kann sein, dass einige Benennungen im Menü oder sowas sich noch ändern werden. Aber der Ablauf ist in etwa der gleiche. Von daher, ich denke, wir kriegen das hin. Also, ich habe den Shelly jetzt bei mir über die IP aufgerufen. Das sehen wir jetzt hier rechts bei mir im Bild. Wir haben hier direkt in der Übersicht, bei euch ist es, wenn ihr das Ganze über die App macht, müsst ihr in die Einstellung gehen. Und dort dann auf Actions, das ist dieser neue Punkt, Actions. Das heißt, ihr könnt einen Webbefehl senden zu einer gewissen Aktion. Das heißt, entweder wenn der Taster gedrückt wird, an oder aus, oder aber jeweils nur das Relais geschaltet wird, an oder aus. Dann kann man hier hinter eine URL hinterlegen, welche dann einmal ausgeführt wird. In Kombination mit If This Then That kann man so gewisse Szenen triggern. Und das will ich euch zeigen, wie ihr das anlegen könnt. Natürlich braucht ihr dafür erstmal ein Konto bei If This Then That. Das haben wir hier natürlich schon gemacht. Also der Aufbau wird wie folgt sein. Wir versuchen es erstmal recht einfach zu halten. Das heißt, wir werden, wenn der Shelly geschaltet wird, ich habe jetzt den Shelly nur testweise verbaut. Das heißt, wir haben den jetzt nicht mit irgendeinem Taster gekoppelt. Das heißt, ich werde mich der Funktion bedienen, dass der Shelly reagiert bzw. eine Szene triggert, sobald der Output bzw. das Relais angeht. Und ich mache es ganz einfach. Er soll uns dann einfach eine E-Mail schicken mit einem vordefinierten Text von uns, dass er sagt, hey, das Licht ist jetzt angegangen. Ihr könnt das Ganze natürlich noch weiterhin ausbauen, wie ihr wollt. Ich wollte euch nur die Grundfunktion zeigen, damit ihr wisst, wie das Grundprinzip funktioniert. Wir sind hier auf If This Then That schon eingeloggt. Und erstellen jetzt einfach ein neues Applet für uns. Jetzt haben wir hier diesen Wizard, wo wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen können, was soll passieren, wenn. Dann machen wir erstmal If This. Jetzt müssen wir hier einmal gucken. Bedienen wir uns der Funktion von Webhooks. Das heißt, wir wollen einen Request auslösen, einen Event triggern. Dafür müssen wir den Event erstmal einen Namen geben. Müsst ihr euch dann notieren, weil das muss dann natürlich wieder beim Shelly eingetragen werden. Das kommt dann in die URL rein, das erkläre ich euch aber gleich. Wir machen es mal ganz einfach. Ich mache hier mal Shelly Wohnzimmer an und erstelle den Trigger. Okay, jetzt haben wir schon mal die Bedingung. Wenn Shelly Wohnzimmer angetriggert wird, soll was passieren. Und zwar schicke uns eine E-Mail. Okay, send me an Mail. Okay. Machen wir jetzt hier einmal den Betreff. Licht ist an. Und hier können wir noch diverse Platzteile, die wir benutzen können oder auch nicht. Jemand hat am das Licht angemacht. Create Action. Jetzt wird natürlich als E-Mail-Adresse die benutzt, die in eurem Account hinterlegt ist. In unserem Fall ist das vollkommen okay. Deswegen lassen wir das so. Klick auf Finish. So, damit haben wir das Event eigentlich schon fertig. Jetzt
Jetzt müssen wir das Ganze nur noch dem Shelly beibringen, dass er dieses Event triggern soll. Um das zu machen, müssen wir uns einer speziellen URL widmen, die ihr unter einer folgenden URL aufruft. Und zwar muss ich einmal ganz kurz dazu rüberschwenken. Ich habe das Ganze auch für die, die es in schriftlicher Form lieber haben, habe ich das Ganze in unserem Blog auch veröffentlicht. Da könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen. Und hier haben wir auch die URL. Und zwar müssen wir hier einmal in die Maker Webhook Settings reingehen. Da klicke ich jetzt mal drauf. So, wenn wir auf den Webhook Settings sind, haben wir diese URL. Mit dieser URL können wir diese Szenen triggern und testen. Wir kopieren die URL und rufen sie auch mal in unserem Browser auf. Dann kommen wir zu so einer Testseite. Da wird der Key oben hier nochmal angegeben. Das ist der gleiche wie auch hier in der URL. Wir können jetzt hier einen Post oder Get Request einfach mal ausführen. In dem Fall wird ein Event gefordert. Das Event haben wir ja schon benannt. Shelly schreiben muss man auch. Shelly Wohnzimmer an. Es ist das Event, welches im Idealfall uns jetzt eine E-Mail, eine E-Mail ausführen soll und dann Bescheid sagen, hier, jemand hat das Licht angemacht. Dazu öffne ich erstmal kurz Outlook bei mir. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir es schon einmal getestet vom Blog. So, führen wir das Ganze einmal aus, testet. Shelly Wohnzimmer an, ist richtig. Event has been triggered. Sieht gut aus. Jetzt warten wir mal auf die E-Mail, die dann hoffentlich kommen mag. Da ist sie, Licht ist an. Jemand hat das Licht angemacht. Funktioniert, cool. Jetzt muss es natürlich nur noch mit dem Shelly verknüpft werden. Das heißt, wir haben jetzt die URL, die müssen wir beim Shelly hinterlegen, damit dieser dann dieses Event triggern kann. Die URL kopieren wir uns nochmal rein, gehen in den Shelly rein. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, schon mal über die IP direkt aufgerufen. Ihr könnt das Ganze über eure App machen, ganz normal. Geht auf die Einstellungen und dann habt ihr den Bereich Actions. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch von Shelly übersetzt wird oder eingedeutscht wird. Es könnte Aktionen heißen oder ja, sowas in der Art. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, diese vier Bereiche. Button switched on off, wenn der Taster gedrückt wird, an, aus. Oder Output, wenn das Relais ein- oder ausgeschaltet wird. Wie gesagt, in unserem Fall habe ich den Shelly nur so testweise verbaut und wir haben keinen Schalter. Deswegen nehme ich jetzt hier den Output switched on. Mache das Ganze auf Enabled. Habe den Trigger hier drin. Klick auf Save. Hat er gespeichert. So, wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe. Jetzt machen wir das mal eben kurz hier einmal. Wir sehen, der Shelly ist aus. Eben kurz einmal anmachen hier. Zack. Und Shelly an. E-Mail aufrufen. Und gucken. Und zack, hat funktioniert. Ganz einfaches Beispiel. Der Shelly macht jetzt bei jedem, wenn es ausschalten, passiert nichts, weil ich habe nur bei On das Event getriggert. Wenn ich es jetzt wieder anmache, zack, müsste jetzt gleich wieder in die E-Mail kommen. Immer wenn man drauf wartet. Zack. Da sie. Das heißt, wir haben den Shelly erfolgreich mit If This Then That verbunden. Sehr einfacher Test jetzt, klar. Aber wer das Portal kennt, der weiß, dass man daraus eine Menge basteln kann. Und einen da quasi alle Möglichkeiten offen sind. Über diese kleine, aber nette Funktion von Shelly ist es jetzt nicht mehr unmöglich, mit If This Then That zu arbeiten. Und ich denke, es hat ein enormes Potenzial wieder. Jo. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch nochmal auf unserem Blog durchlesen. Ansonsten Fragen sind ab in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Jo. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.